Ja, Umgang mit Angst oder Umgang mit überhaupt irgendetwas bedeutet, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir versuchen, das kennenzulernen, worum es überhaupt geht, was es für Eigenschaften hat. Und wenn wir das mit dem Phänomen der Angst versuchen, werden wir sehr schnell feststellen, dass das sehr wenig greifbar ist. Also, dass wir nicht so genau sagen können, was es eigentlich ist. Jeder kennt Angst, jeder weiß, worum es sich handelt. Wobei ich festgestellt habe, dass es auch Formen der Angst gibt, die man normalerweise schlecht nachvollziehen kann. Ich kann mich erinnern, ich habe meine Ausbildung zum Krankenpfleger in der Psychiatrie Engelthal gearbeitet, in einer Abteilung mit depressiven Patienten. Und das war mein Job, die Leute zu motivieren, zu den diversen Therapiegruppen zu gehen und so weiter. Und ich erinnere mich noch sehr gut an eine ältere Frau, die in ihrem Zimmer saß, mit den Zähnen geklappert hat und gesagt, sie geht nicht raus aus dem Zimmer, sie hat Angst. Und ich, wieso? Wovor denn? Ja, das weiß ich nicht, aber sie hat Angst. Und da dachte ich mir, aha, es gibt also Formen der Angst, die ich nicht nachvollziehen kann. Unterschiedliche Grade der Angst kennen wir alle. Also es gibt ja auch jede Menge von Synonymen, jede Menge von Begriffen im Deutschen, die das Thema Angst umkreisen, also von ganz leichten Fällen von Beunruhigung oder ein ungutes Gefühl zu haben oder sich verunsichert fühlen oder eine Bangnis oder Bestürzung, dann wird es schon langsam heftiger, Erschrecken, Ängstlichkeit, Gruseln, Furcht, Schrecken, Angst, Panik, Entsetzen, Grauen, das sind alles Wörter, die das Phänomen Angst umschreiben und wie die Reihenfolge da zu werten ist, das ist auch bei den Menschen ganz unterschiedlich. Also wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen und unterschiedliche Definitionen. Aber wenn wir versuchen, das Phänomen Angst zu definieren, dann stellen wir sehr schnell fest, dass es sich ähnlich verhält wie mit dem Leiden, dass es nämlich keine Definition gibt, die von außerhalb greift. Also wenn wir versuchen zu beschreiben, was Angst ist, dann kommt immer das Wort Angst drin vor. Also Angst ist Angst. Leiden ist Leiden. Wir können Leiden nicht definieren, ohne das Wort Leiden zu gebrauchen. Das ist auf jeden Fall eine sehr subjektive Angelegenheit. Was uns schon darauf hinweist, dass der Umgang mit der Angst auf jeden Fall auch eine innere Arbeit ist. Und das ist ja das, was wir als buddhistische Praxis bezeichnen. Und dass es keine Impfung gegen Angst gibt. Es gibt vielleicht Tabletten, die irgendwelche Prozesse im Körper lahmlegen, dass wir die Angst nicht so empfinden. Ja, also ich habe selber mal experimenthalber Antidepressiva genommen und weiß auch von Patienten, die dann eben härtere Mittel bekommen haben, dass die Angst nicht verschwindet, sondern die wird einfach nur betäubt, also stillgelegt, aus dem Wahrnehmungsfeld, aus dem Blickwinkel gerückt. Einige Philosophen, die ich gelesen habe, beschäftigen sich sehr mit dem Thema Angst, also Heidegger und Sartre. Heidegger, der hat also Furcht und Angst irgendwie den bestimmte Bedeutungen zugewiesen, wo ich jetzt nicht mehr genau weiß, welches war, aber er unterschied also zwischen der, glaube, Furcht vor etwas und der Angst um etwas. Und wenn wir da dieser Spur nachgehen, dann stellen wir fest, dass die Furcht oder die Angst vor etwas, ist, womit wir leichter umgehen können. Also wir haben weniger ein Problem damit herauszufinden oder das zu greifen oder zu behandeln, wenn wir vor irgendetwas Angst haben. Aber wenn wir um etwas Angst haben, dann wird es schon wieder sehr, sehr dünn. Nicht genau nachvollziehbar oder definierbar, worum wir eigentlich Angst haben. Und das ist vielleicht auch ein Grund für Angst, dass wir nicht genau wissen, worum wir Angst haben. Heidegger hat ja auch darauf hingewiesen, dass das eben die tiefste Schicht der Angst ist, dass wir möglicherweise feststellen, dass es gar nichts gibt, worum man Angst haben kann. Bei Sartre habe ich noch einen interessanten Aspekt der Angst gefunden, das war die Angst vor der Freiheit. Die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Also diese Freiheit, zu der wir verdammt sind, wir müssen Entscheidungen treffen. Also die Freiheit, verantwortlich zu sein für unser Tun, das beängstigend sein kann. Und ein Stück weit hat er ja auch schon verstanden, dass
wir nicht nur für unser Tun verantwortlich sind, sondern dass wir für unser Sein auch verantwortlich sind. Und das kann durchaus beängstigend sein. Es geht auf jeden Fall um sehr existenzielle Dinge, um etwas sehr Grundlegendes, wo wir die Wurzeln der Angst vielleicht finden können. Die Angst zu rechtfertigen kann auch beängstigend sein. Ähnliches Thema habe ich bei Kafka gefunden. Diese nicht zu rechtfertigende Existenz. Es gibt keinen Grund, warum ich sein sollte. Es gibt keinen Grund, warum ich dann da Angst drum haben sollte. Dass es letztendlich keine Rechtfertigung gibt. Die Angst um etwas wird ja auch sehr oft in die Angst vor etwas umgemünzt. Weil, wie ich schon sagte, sie irgendwie leichter zu ertragen ist. Also der Geisterglaube, der die Menschheit begleitet, ist etwas. Wenn wir nichts Konkretes haben, wofür wir Angst haben, suchen wir uns eben etwas Unsichtbares. Gut, Geisterglaube ist jetzt im Westen jetzt nicht so populär. Wir haben unsere anderen Methoden, Dinge bedrohlich zu finden, die uns dann veranlassen, bevor wir in Urlaub fahren, mit Google Street View genau nachzuschauen, wie es da ausschaut, wo wir hinfahren. Oder uns impfen lassen gegen alles Mögliche. Ich kann mich erinnern, bevor ich das erste Mal nach Asien gereist bin, habe ich mich dann auch eben beraten lassen, was man dann da so macht, wenn man nach Asien fährt. Und war also blöd genug, dann prophylaktisch Lariam einzunehmen. Das ist ein Malariamittel. Und obwohl da, wo ich hingefahren bin, gibt es überhaupt keine Malaria. Und möglicherweise ist sowieso schon da, wo es Malaria gibt, war die Hälfte der Stämme wahrscheinlich schon resistent. Aber den Erfolg, den ich dann davon hatte, war, dass mir die Haare ausgefallen sind. Bin noch glimpflich weggekommen. Anderen sind die Fingernägel ausgefallen, die ich unterwegs getroffen habe. Das ist eine moderne Form von Geisterglaube. Die Frage, warum habe ich Angst, ist ja sehr eng verknüpft mit der Frage, was bin ich? Worum ich Angst haben kann? Und nachdem wir auf die Frage, was bin ich, ja immer gewisse Schwierigkeiten haben, da eine Antwort drauf zu geben, das ist ja nun das Thema Nummer eins, das ist Paticca Samuppada, das sind die vier edlen Wahrheiten, können wir auch zwei sehr irrationale Reaktionen der Angst feststellen. Der eine ist so diese Lähmung, die lähmende Funktion der Angst. Der andere ist die Angst, die uns losrennen lässt. Ja, und die beiden Aspekte der Angst um etwas und die Angst vor etwas, die kommen zusammen in der Angst vor dem Tod letztendlich. Das ist so die durchdringendste Form der Angst, würde ich mal sagen. Ich will jetzt nicht mal sagen, die schlimmste Angst, weil da komme ich dann anschließend noch drauf. Angst ist meistens auf künftige Bedrohungen, potenziell Erlebbares, gerichtet. Aber sie kann sich auch durchaus aus der Vergangenheit ernähren. Also ich habe hin und wieder Erinnerungen an meinen sehr traumatischen Krankenhausaufenthalt in der Neurologie in Hof. Da kommen so kurze Erinnerungen hoch und ich reagiere da, also wenn ich sage panisch, aber doch mit einem, es geht ziemlich tief, also so ganz kurze Angstattacken kommen da hoch. So aus der Vergangenheit. Vielleicht hat es was damit zu tun, ob mir das sowas künftig wieder passieren könnte oder so, weiß ich nicht. Aber es sind Dinge, die ja irgendwie nicht so richtig erklärbar sind. Aber macht auch nichts, weil wie ich damit umgehe, ist einfach, dass ich mir das genau anschaue und dann löst sich das auch sofort auf. Weil ja, dieses Irrationale, nicht genau wissen von der Angst, verträgt es ja auch nicht, dass man genau hinschaut. Also das ist wahrscheinlich so die Grundstrategie. Wie ich eingangs auch schon sagte, Angst im Allgemeinen kennenlernen und dann die Angst im Einzelnen genau betrachten, ist vermutlich schon mal ein Schlüsselmoment. Ist natürlich leichter gesagt als getan, weil ein Aspekt der Angst auch der ist, wie jeglichen Erlebnis in der bedingten Entstehung, dass es für sich selber blind ist. Die Angst zu beobachten ist sehr schwierig, weil Teil der Angst ist, dass es sich selber rechtfertigt,
ist die Angst vor etwas oder ungreifbar macht, die Angst um etwas. Aber in meinem Fall, also in diesem konkreten Fall, wirkt es ziemlich schnell, indem ich genau hinschaue und sage hier, ja, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren könnte? Ohne jetzt da eine Antwort drauf zu haben oder eine Antwort drauf zu finden. Aber das ist eine Frage, die, glaube ich, immer wieder vorkommt, auch in der buddhistischen Praxis, in der buddhistischen Perspektive. Sich so eine Frage zu stellen, was ist so schlimm daran an so einer Situation, versucht, einen Ansatzpunkt zu bekommen. Ich will damit nicht sagen, dass eine rationale Lösung von Angst möglich ist. Genauso wie eine rationale Lösung von unserer gesamten Daseinssituation nicht möglich ist. Wir können unser Daseinsbegehren, unseren Daseinstrieb, unsere Unwissenheit nicht wegdiskutieren. Wir können ihn nicht wegkriegen, indem wir irgendwelche schlauen Bücher lesen. Sicherlich ist die verstandesmäßige Herangehensweise, der Umgang, die Auseinandersetzung mit solchen Dingen, Strukturen, Bedingungszusammenhängen sehr wichtig, um den Boden zu bereiten. Aber letztendlich muss das Herz mit dabei sein. Also da kommt eine emotionale Qualität dazu. Das, was wir unter Herzensschulung verstehen. Ja, auf der anderen Seite, ich habe ja letztes Jahr einige Vorträge, nicht nur hier, sondern auch in Malaysia, in Dhammapala, in der Schweiz, in Thailand gegeben, zu dem Thema, was mich letztes Jahr sehr beschäftigt hat. Das war, und auch vorher schon, das Thema Geborgenheit, Inspiration, Zufluchtnahme. Das sind so Begriffe, die irgendwie klingen, als ob sie eine Linderung oder eine, als ob da irgendwie was zu finden wäre, was der Angst eventuell entgegenwirken könnte. Gut, also jetzt kommen wir nach dem Vorgeplänkel zum buddhistischen Teil des Vortrags. Zwei Fragen habe ich mir auch gestellt im Vorfeld der Vorbereitung für dieses Vortrags, war nämlich, ist Angst eher eine Frucht von inneren Verunreinigungen, von Kilesas, oder ist Angst ein Kilesa selber? Ist es etwas, eine unheilsame Geisteseigenschaft, oder ist es die Folge von einer unheilsamen Geisteseigenschaft? Und die zweite Frage war, in welcher Liga spielt denn die Angst? Also für diejenigen, denen das nichts sagt, was ich damit meine, ich habe letztes Jahr in einem Vortrag über die Fesseln, die Daseinsfesseln, so diese Betrachtungsweise mal aufgebracht und vorgeschlagen, aus dem Grund, weil die Daseinsfesseln oft bagatellisiert werden, als ob man da eine Entscheidungsfreiheit drüber hätte, als ob es eine ethische Sache wäre, sich zu entscheiden, die Daseinsfesseln zu haben oder nicht. Habe ich also dieses Bild oder diese Herangehensweise aufgebracht der verschiedenen Ligen. Also die dritte Liga ist die der ethischen Behandlung, wo wir eine Entscheidung treffen können, wo wir sagen können, dieses mache ich oder jenes mache ich nicht. Auf die Frage eine Antwort gibt, was sollte ich tun? Das ist also die dritte Liga. Die zweite Liga ist die, wo ein reiner Willensakt nicht ausreicht, sondern wo wir ein Herzenstraining, eine meditative Übung, eine meditative Praxis brauchen, um etwas bewirken zu können. Und die erste Liga ist eben das, was richtig die Grundsubstanz oder die Essenz unseres Daseins ausmacht, unseres nicht erwachten Daseins, wo wir also Dhamma sehen müssen, verwirklichen müssen, wo wir über das Weltliche hinausgehen müssen, um da mitspielen zu können. Das wäre die erste Liga. Tja, und wo spielt dann die Angst, in welcher Liga? Also diese zwei Fragen haben mich begleitet bei meiner Forschung im Pali-Kanon. Und da sind mir zwei Dinge sofort aufgefallen, nämlich einmal zum Thema Angst finden wir nicht viel im Pali-Kanon auf den ersten Blick. Und dass die Konzepte von Angst im Deutschen und im Pali nicht ganz deckungsgleich sind. Also es gibt im Pali das Wort Bhaya, was Angst bedeutet, aber im Gegensatz zum Deutschen hat es im Pali noch eine zweite Bedeutung, nämlich Gefahr.
Also Angst und Gefahr sind nach im Pali, gehören irgendwie zusammen. Und umgekehrt haben wir im Pali Begriffe, die wir im Deutschen nicht mit Angst übersetzen würden, die aber in den Suttas so angewendet werden, wo wir im Deutschen Angst sagen würden. Ich werde euch gleich ein paar Beispiele geben. Also es gibt da die Lehrrede bei Jatuma Sutta, ich weiß jetzt nicht genau die Nummer, das ist im zweiten Buch von der mittleren Sammlung, wo von vier Bayas, von vier Ängsten würde man normalerweise erstmal sagen, für Bhikkhus die Rede ist. Das erste ist zornige Verzweiflung, das zweite ist Gefräßigkeit, das dritte ist Sinnesvergnügen und das vierte sind Frauen, also für Männer, ne? Für Mönche. Für Nonnen werden dann die Männer eben eine Gefahr, muss man das übersetzen, oder etwas zu Fürchtendes. Aber eigentlich bedeutet das Wort Maya Angst. Im Deutsch-Pali-Wörterbuch von Helmut Klar ist das Wort Angst überhaupt nicht vertreten. Im Index zur angereihten Sammlung vom ehrwürdigen Jana Tiloga, der hervorragend ist, also der sehr viele Begriffe hat, ist das Wort Angst auch nicht vertreten. Ihr Bhikkhus, was ist Angst? Was ist der Ursprung von Angst? Was ist das Aufhören von Angst? Was ist der Weg, der zum Aufhören von Angst führt? Nach der Lehre habe ich gesucht, aber die gibt's nicht. Was wir finden, ist, dass Angst ein Geisteszustand ist, der dem Tierreich entspricht. Also das ist der vorherrschende Geisteszustand im Tierreich, ist Angst. Kann man sehr gut beobachten bei Tieren. Und hat wohl etwas mit Verblendung, mit Unwissenheit, mit Nicht-Bescheid-Wissen zu tun. Die Frage, ob Angst auch ein Kilesa sein kann, eine Herzenstrübung, da habe ich ein Beispiel gefunden, das auch bei der Patimokkha-Rezitation auftaucht. Das sind die vier Arten der Voreingenommenheit, die vier Arten von Vorurteilen. Da gibt es also Voreingenommenheit oder mangelnde Unparteilichkeit aufgrund von Begierde, von Hass, von Verblendung. Und dann ist aber Angst als ein extra Punkt nochmal aufgeführt. Also nicht Verblendung pur, sondern da ist noch irgendwie was extra dabei. Angst könnte sogar Objekt der Angst sein, Gegenstand der Angst. Angst um etwas, Angst um meine Angst. Angst um mein Selbstbild als ängstliche Person. In dem Fall ist natürlich das eine ganz schwer zu knackende Sache. Aber ich kann mich erinnern, wir hatten mal hier vor etlichen Jahren eine junge Frau zu Gast, die Angst vor Silvesterkrachern hatte. Und ausgerechnet in der Silvesternacht war sie nicht hier in der Halle, sondern in ihrer Hütte. Aber nicht, um sich der Angst zu stellen, sondern um sie nicht zu verlieren, wie sich dann hinterher im Gespräch herausstellte. Eine Angst, die sie seit Kindheit begleitet, die sie nicht loswerden wollte. Teil ihrer Persönlichkeit seit Kindheit, etwas auf seltsame Art Liebgewonnenes. Aber gut, das ist kein Einzelfall, denn letztendlich ist es ein weit verbreitetes Phänomen, dass wir auch schmerzliche Selbstbilder hernehmen können, um an ihnen festzuhalten. Also mir ist aufgefallen, mit etwas Erschrecken auch, mit etwas Angst, wie leicht mir der Satz über die Lippen geht, ich bin ein chronisch Kranker. Da klingeln allerdings zum Glück, das ist Folge der jahrelangen Praxis, sofort die Alarmglocken. Das ist etwas, das habe ich nicht gern, aber irgendwie doch, weil das bin ich halt. Das macht meinen Platz in der Welt aus. Ich bin Hartz-IV-Empfänger. Immerhin bin ich dann etwas. Ja, ich sagte gerade, dass in den Suttas Wörter anstelle von Angst kommen, also an Plätzen, wo wir das Wort Angst praktisch schon fordern würden, aber wo dann was anderes drin steht. Zum Beispiel Schmerz und Trauer. Gibt es eine Lehre der 129. in der mittleren Sammlung Bala Pandita Sutta, wo ein Mensch, der sich schlecht verhält, der also mit Körpersprache und Geist üble Taten begeht und der sieht also, wie jemand, der dasselbe macht, erwischt wird und dem schneiden sie die Haut in Streifen und
er weiß genau, wenn sie mich erwischen, passiert mir dasselbe. Und dann würde man sagen, gut, er hat Angst davor, erwischt zu werden. Aber da steht dann, er erlebt Schmerz und Trauer bei dem Gedanken, dass ihm dasselbe passieren würde. Also, wie ich schon sagte, die Konzepte sind nicht ganz deckungsgleich. Aber wir können dann eben weitere Einsichten daraus gewinnen, wenn wir schauen, wie diese anderen Wörter eben in anderen Zusammenhängen verwendet werden. Komme ich dann noch drauf. Ein anderes Wort ist Paritassana, Aufregung. Zum Beispiel in der Majjhima 22, Gleichnis von der Schlange, da kommt es drin vor. Und damit wird eigentlich Verlustangst, eine Situation beschrieben, die wir mit Verlustangst im Deutschen schreiben würden. Da steht dann in der Lehrrede drin, Aufgeregtheit oder Aufregung, Paritassana. Ein weiteres Wort ist Udaccha, Besorgnis oder Beunruhigung. Und dann wird es schon sehr subtil, weil das ist nämlich die 9. Daseinsfessel. Ein Anagami hat die noch, diese Fessel. Also das ist etwas von einem, der den Weg fast zu Ende gegangen ist, noch bleibt. Diese Beunruhigung, Besorgnis. Aber auch etwas gröbere Fesseln, wie zum Beispiel die Sakkaya-Ditti, die Persönlichkeitsansicht, ist auch eine angstbeladene Situation. Wird, wie ich in meinem Vortrag gesagt habe, hat nichts mit zweiter oder dritter Liga zu tun, dass ich heute sage, heute habe ich mal keine Anhaftung an den Körper, jetzt bin ich diese Fessel los. Das ist dieses, aber ich bin doch. Ich lese die Worte des Buddha, dass alles Anatta ist und dass der Körper so vergänglich ist und die geistigen Prozesse sind alles vergänglich und Dasein ist bedingt entstanden und all das. Ja, aber ich bin doch. Aber wer? Die Frage, aber wer? Das ist auch eine Beängstigung. Das ist eine angstbeladene Situation. Aber wer denkt denn über Paticca-Samuppada nach? Aber wer sagt denn, mich gibt's ja gar nicht? Selber mit den anderen Fesseln, Silabhata Paramasa, die Überschätzung von Gewohnheiten und Aufgaben. Das Wort Sila, das im speziellen Fall Ethik bedeutet, hat in der allgemeinsten Bedeutung, also bedeutet es Gewohnheiten. Wie zum Beispiel in der Dantabhumi Sutta 125 in der mittleren Sammlung, wo gesagt wird, so wie ein Elefantentrainer dem Elefanten seine Wald-Silas austreibt, genauso versucht der Mönch, seine Haushälter-Silas zu überwinden. Das heißt also nicht, dass der unethisch wird, sondern seine Gewohnheiten versucht er zu ändern. Und diese Gewohnheiten, ja, das sind die Dinge, mit denen wir versuchen zu beweisen, dass es mich gibt. Zum Beispiel auch Gewohnheiten der Angst. Die dritte Daseinsfessel, Vichikicca, der Zweifel. Ich glaube, Davis hat es als Daseinsbangnis übersetzt. Das ist eigentlich ein ganz nettes Wort, Daseinsbangnis. Nur ist es insofern eine Fessel, in dem wir alles anzweifeln, was dieses Dasein in Frage stellt. Wir zweifeln nicht das Dasein an. Also insofern muss man, wenn man das Wort Daseinsbangnis verwenden will, schon sich klar darüber sein, was damit gemeint ist. Im Zen gibt es diesen Begriff des großen Zweifels. Also der große Zweifel ist eigentlich eine positive Eigenschaft, die anzweifelt, ob das alles so stimmt, was unser Geist uns da ständig erzählt. Aber das würde man auf Pali vielleicht Nibbida, Ernüchterung oder irgendwie sowas nennen. Nicht Zweifel in dem Sinne. Vichikicca ist der Zweifel, der etwas anzweifelt. Es ist eine Daseinsfessel, der zweifelt etwas an, was die Fessel ans Dasein lockern würde. Das ist eine Verteidigungshaltung. Und jede Verteidigungshaltung hat was mit Angst auch zu tun. Verteidigung einer Bedrohung. Und deswegen ist es ja eine Daseinsfessel, weil die Bedrohung ist ja nicht für unser Wohlergehen, sondern im Gegenteil. Die Lehre des Buddha bedroht unsere Kilesas, die Dinge, die uns Leiden schaffen. Aber auch davor können wir Angst haben, unser Leiden loszuwerden. Also es klingt dann doch ziemlich nach erster Liga, ne, das Ganze. Also Paticca-Samuppada, wo wäre da die Angst einzuordnen? Das Wort Angst taucht da nicht auf, aber wie ich schon sagte, Dukkha do Manassa, also Schmerz und Trauer, wird manchmal wie Angst verwendet und das taucht in der Tat auf. Das ist dann die bedingte, nicht Folge, sondern das gehört zur Struktur unseres Erlebens,
die Angst um die Situation, in die wir hineingeraten, aufgrund von Begehren. Aufgrund von Begehren ergreifen wir etwas. Dieses Ergreifen bringt uns dazu, da zu sein, bringt uns in eine Situation, die ständiger Bedrohung ausgeliefert ist. Jati, Pachaya und so weiter, Dukkha, Manasa. Also eher ein Ergebnis, eine Frucht. Gut, aber es gibt auch andere Beispiele, die dann darauf hindeuten, dass es doch nicht so ganz hoffnungslos ist. Also wenn ich sage, wir spielen hier in der ersten Liga, das würde bedeuten, ich müsste jetzt erstmal praktizieren, bis mindestens Strom eintritt, bevor ich dann meine Angst überhaupt was machen kann. Aber eine von den wenigen Lehrreden zu dem Thema Angst ist die 71. im Zehnerbuch der angereihten Sammlung. Wünscht sich ein Mönch, ach möchte ich doch Furcht und Angst bemeistern, mögen Furcht und Angst mich nicht beherrschen und möge ich die aufsteigende Furcht und Angst jedes Mal überwinden können, so soll er eben die Sittenregeln erfüllen, die innere Geistesruhe pflegen, nicht die Vertiefung vernachlässigen, den Hellblick gewinnen und ein Bewohner einsamer Behausungen sein. Also ein ganz harmloser Satz, aber da steckt einiges drin. Also einmal, dass die Praxis in allen drei Ligen stattfindet. Also die Ethikregeln erfüllen, das ist etwas, da haben wir eine Wahl drüber. Wenn das also hilft, die Furcht jedes Mal zu bemeistern, können wir da was tun. Dann innere Geistesruhe pflegen und die Vertiefung nicht vernachlässigen, ist die zweite Liga. Klar, unsere Meditationspraxis. Und den Hellblick gewinnen, würde ich mal dann zur ersten Liga dazu rechnen, also als Frucht, als Ergebnis der Geistesruhe und Kontemplation und so weiter. Aber da stehen noch weitere Dinge drin, nämlich es ist normal, Angst zu haben. Also das ist sozusagen die normale Praxis eines Mönchs. Also die Lehre ist eben an Mönche gerichtet. Und das gilt für alle anderen genauso. Es ist normal, es ist nicht verwerflich, es ist nichts Tadelnswertes, Angst zu haben. Und man kann eben etwas daran tun, auch wenn man auch kein Aryasavaka ist, wenn man noch nicht den Pfad richtig betreten hat, die vier edlen Wahrheiten gesehen hat und so weiter. Denn in solchen Fällen steht immer, dann ihr Mönche wird ein edler Schüler dies und jenes tun. Und hier steht, dann ihr Mönche wird ein Mönch dies und jenes tun. Das bedeutet also, dass es für jeden möglich ist. Ja. Angst ist nichts Tadelnswertes, aber in der 58. Lehre, dem Achterbuch, ist eine Liste von Eigenschaften von Mönchen, die noch keine edle Sangha sind und trotzdem würdig der Gaben, würdig der Gastfreundschaft, würdig der Spenden, der Respekterweisung sind und ein Verdienstfeld für die Welt. Das ist sozusagen das Trostpflaster für die Normalo-Bhikkhus. Ist, also wenn wir gut praktizieren, unsere Patimokkha-Regeln einhalten und so weiter, sind wir also auch gehören wir auch zu den Guten dazu. Also nicht erst, wenn man Arya-Sangha ist, also den Pfad vollendet oder teilweise vollendet hat. Und eine der Eigenschaften ist, wenn er aufsteigende Furcht beherrscht. Also das ist jetzt so, dass das kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe, dass Angst nichts Tadelnswertes ist, aber es ist auf jeden Fall ein Bonus, wenn man gut damit umgehen kann. Ja, eine Lehrrede habe ich gefunden, wo eindeutig Furcht in der dritten Liga stattfindet. Die 121. im Viererbuch der angereihten Sammlung, da wird von vier Arten von Furcht gesprochen. Bhaya, also das klassische Wort im Pali, Bhaya, Furcht, Angst. Das ist die Angst vor Selbstvorwurf, die Angst vor dem Vorwurf anderer, die Angst vor Strafe und die Angst vor schlechter Wiedergeburt. Es ist interessant, dass da in dem Zusammenhang das Wort Angst verwendet wird, weil sowas Ähnliches finden wir in anderen Lehrreden auch, wo dann von Scham und Gewissensscheu die Rede wäre, also was ja eigentlich eine positive Eigenschaft ist. Das heißt also, dass Angst unter Umständen auch positive Seiten haben kann, wenn sie uns davon abhält, eben unheilsame Dinge zu tun, die, wo wir uns dann selber Vorwürfe machen, wo andere uns Vorwürfe machen, wo wir bestraft werden oder eine schlechte Wiedergeburt zu erwarten haben.
Und es ist wiederum eben für jeden möglich, denn diese Form der vielfachen Kontemplation über Vorwurf von sich selbst, von anderen, Strafe und Wiedergeburt, gehört ja zur Kraft der sich selbst überzeugen, Kraft der Vergegenwärtigung, der Folgen unseres Tuns. Das heißt, wir überreden uns dazu, durch diese Kontemplation, aufgrund der Angst vor diesen schlechten Folgen, Gutes zu tun, Heilsames zu tun, die Ethikregeln einzuhalten. Das ist also die Kraft der Ethik eines, der noch nicht den Pfad betreten hat, der sich in der Vorbereitung dazu befindet. Denn die Ethik von einem, der den Pfad betreten hat, der da mal gesehen hat, der muss sich nicht mehr mit solchen Dingen überreden, der muss sich auch nicht mehr das vor Augen führen, was es für Folgen hat, weil er direkt unmittelbar sieht, dass unethisches Verhalten ein Hindernis für die Praxis wäre. Als ob er sich selbst in die eigene Hand schneidet oder wie es in den Suttas heißt, wie ein Kind, was eben von einem Ofen, heißen Ofen zurückzuckt, dann muss man nicht irgendwie groß Erklärungen abgeben oder überlegen, nein, wenn ich jetzt die Hand da drauf halte, dann wird mein Fleisch gegrillt und so weiter oder es tut weh. Das ist eine automatische Reaktion. Das ist dann die Kraft der Schulung, die eben nur für mindestens Stromeingetretene möglich ist. Aber das ist wiederum eine Art der Praxis, die für jeden möglich ist. Die Angst vor diesen unangenehmen Folgen benutzen für ein ethisches Verhalten, was wiederum ein Mittel ist, um Angst zu überwinden, wie wir vorher gehört haben. Einen Punkt habe ich noch weggelassen von dieser ersten Lehrrede aus dem Zehnerbuch. Wenn man seine Angst überwinden will, sollte man einsame Behausungen aufsuchen. Und jetzt gibt es aber doch in der mittleren Sammlung eine Lehre, die heißt auch noch Bhayabhairava-Sutta, Angst- und Schreckenlehrrede, wo es genau darum geht, dass einsame, abgeschiedene Orte ja unter Umständen furchterregend sein können. Meister Gotama, entlegene Lagerstätten im Dschungeldickicht im Wald sind schwer auszuhalten. Abgeschiedenheit ist schwierig zu praktizieren und es ist schwer, sich an der Einsamkeit zu erfreuen. Man möchte meinen, der Dschungel müsste einem Bhikkhu den Verstand rauben, wenn er keine Konzentration hat. Und der Buddha bestätigt, das ist tatsächlich so. Also die Angst an solchen Orten kann einen durchdrehen lassen. Und eine Praxis, die sich Tudong nennt, Tutanga, ist ja eben solche Orte aufzusuchen, in den Wald zu ziehen, allein hinaus durch die Wälder zu wandern. Und da habe ich auch einiges an Erfahrungen sammeln können. Gut, aber machen wir erstmal mit dieser Lehrrede weiter. Der Buddha erzählt dann, dass er, bevor er ein Buddha wurde, was wiederum darauf hindeutet, dass das eine Praxis ist, die jeder machen kann, weil er ja eben als Bodhisattva auch zwar sehr hoch entwickelte spirituelle Fähigkeiten hatte, aber eben das Überweltliche noch nicht betreten hatte. Ich erwog so, wann immer Mönche oder Brahmanen sich ungeläutert im körperlichen Verhalten an entlegene Lagerstätten im Dschungeldickicht im Wald zurückziehen, dann rufen diese guten Mönche und Brahmanen aufgrund der Unzulänglichkeit ihres ungeläuterten körperlichen Verhaltens unheilsame Furcht und Schrecken hervor. Aber ich ziehe mich nicht ungeläutert im körperlichen Verhalten an entlegene Lagerstätten im Dschungeldickicht im Wald zurück. Ich bin geläutert im körperlichen Verhalten. Ich ziehe mich an entlegene Lagerstätten im Dschungeldickicht im Wald zurück als einer der Edlen mit geläuterten körperlichen Verhalten. Weil ich in mir diese Läuterung des körperlichen Verhaltens erkannte, fand ich große Erleichterung darin, im Wald zu wohnen. Also so geht die ganze erste Hälfte der Lehrrede, wo er so zwei Dinge gegenüberstellt. Diese entlegenen Lagerstätten berichtet jetzt aus seiner Praxis, bevor er ein Buddha wurde. Eben Dinge, die Angst hervorrufen und eben die Freiheit davon, die es eben erleichtert und ermöglicht, das Angenehme in diesen entlegenen Lagerstätten zu finden. Und die weiteren Punkte sind sprachliches Verhalten, geläutert und ungeläutert, geistiges Verhalten, dann die Läuterung der Lebensweise, Freiheit von Habgier, das ist immer noch dritte Liga, das sind also, Habgier ist der ethische Aspekt der Gier, ne? Das Bestreben, etwas anderen wegzunehmen, die Habgier. Und dann kommt langsam die zweite Liga, liebende Güte als Maßnahme gegen Angst, Freiheit von Trägheit und Mattheit,
Frieden des Herzens statt Rastlosigkeit, Zurücklassen des Zweifels, Nichtveranlagung zum Eigenlob, zur Herabwürdigung anderer. Ist interessant, aber es macht natürlich auch Sinn, dass in dem Moment, wo ich mich selber lobe und andere runtermache, da ja, nehme ich sehr wackelige Dinge her, um meinen Platz zu behaupten. Ich muss also, um meinen Platz zu finden, immer mich an anderen reiben. Und das ist natürlich auch eine potenziell angsterzeugende Herangehensweise. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal Times Magazine Person of the Year gelesen hat. Da gibt's also so die wichtigsten Leute des Jahres und da gibt's immer eine Laudatio von jemandem, der früher berühmt war. Und das ist unglaublich, diese Angst und dieses Leiden, was da zum Ausdruck kommt, wenn Leute, die früher berühmt waren, Leute loben müssen, also Geld dafür kriegen, die jetzt berühmt sind. Das ist unglaublich. Also diese Kolumne sagt mehr aus über diejenigen, die das schreiben, als über die geschrieben wird. Eigenlob und Herabwürdigung anderer. Ja, jetzt kommt hier was Komisches. Mönche oder Brahmanen, die Bestürzung und Ängstlichkeit unterworfen sind, rufen Furcht und Schrecken hervor. Aufgrund der Unzulänglichkeit, die daher kommt, dass sie Bestürzung und Ängstlichkeit unterworfen sind, rufen sie Furcht und Schrecken hervor. Also da ist wahrscheinlich irgendwie so eine Tendenz zur Angst gemeint. Oder vielleicht eben auch diese Angst um die Angst. Also wenn man die Angst als Mittel hernimmt, um seinen eigenen Platz zu definieren, was wir als Angstneurose bezeichnen. Ja, Trachten nach Gewinn, Ehre und Ruhm ist etwas, was Angst verursacht. Und wenig Wünsche haben ist dann eine Maßnahme gegen Angst. Ist auch klar. Die äußeren Dinge, die wir hernehmen, um unseren Platz zu finden, je weniger wir davon abhängig sind, desto weniger liefern wir uns potenziell angsterzeugenden Situationen aus. Faulheit und Mangel an Energie ist eine schlechte Eigenschaft. Energiefülle ist das, was gegen Angst wirkt. Achtsamkeit, Konzentration und Weisheit. Ja, sich der Angst zu stellen, das kommt dann im Folgenden. Also immer wenn er in seiner Praxis als Bodhisattva, wo er ja noch nicht völlig frei war von Angst, trotz dieser guten Eigenschaften, wenn Angst in ihn hochgekommen ist, dann hat er diesen Dingen, ist er nicht aus dem Weg gegangen. Also beim Gehen, wenn dann Furcht und Schrecken kam, dann ist er nicht stehen geblieben, sondern hat diese Situation ausgehalten, bis das verschwunden ist. Das Unheimliche kennenlernen. Ist auch ein Wort, wo Heidegger sich drüber ausgelassen hat. Das Unheimliche des Daseins. Es ist kein Zuhause. Kommt auch in dem Vortrag von Ajahn Chah sehr schön rüber, den er einer sterbenden Frau gegeben hat. Das Dasein ist unheimlich. Es hat keine wirkliche Heimat. Es ist nur der trainierte Geist, der eben loslässt von diesen falschen Vorstellungen von Zuhause, der dann eben zu einer Heimat werden kann. Deswegen eben im Wald wohnen. Jetzt werdet ihr sagen, naja, also hier der Frankenwald ist natürlich kein Vergleich mit irgendwelchen entlegenen Dschungelstädten an der burmesischen Grenze, wo es noch wilde Elefanten und Tiger gibt. Aber Motodaya im Sturm bei neulich Axel, als Axel hier getobt hat, Sturmtief Axel, haben jetzt auch Männernamen, ne? Die Sturmtiefs, der neuesten. Haben wahrscheinlich irgendwelche Männerrechtler dafür gekämpft, dass wir jetzt auch unsere Sturmtiefs kriegen. Wenn sich die Bäume so biegen. Klar, die Gefahr, dass ein Baum auf die Hütte fällt, ja, ist nicht so wahrscheinlich. Aber das Unheimliche, wo man dann plötzlich Geister sieht im Schneesturm, kann man hier auch erleben. Ist die Angst vor dem Tod dann eigentlich die schlimmste Angst? Ich habe mal Lungpa Tongdeng gefragt, ob denn ein Anagami noch Angst vor dem Tod hätte. Und er sagte, ja. Ich habe schon in einigen Büchern gelesen, dass ein Stromeingetretener keine Angst vor dem Tod mehr hat. Man dürfte also ein nicht mehr Wiederkehrer, ein Anagami, eigentlich überhaupt keine Angst mehr vor dem Tod haben. Aber
Er sagte, es lässt sich auf keinen Fall vergleichen mit der Angst eines Weltlings vor dem Tod, aber es ist so eine kleine Beunruhigung noch da. Das passt natürlich gut zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass ein Synonym für Angst eben Besorgnis, Beunruhigung ist, die neunte Daseinsfessel, Udacha, die ja ein Nichtwiederkehrer immer noch hat. Also ich kann mir nicht vorstellen und ausmalen, wie denn die subtile Angst eines Nichtwiederkehrers aussieht, aber ja, mit fortschreitender Praxis tut sich da schon was. Die 116. im Viererbuch der angereihten Sammlung, da steht drin, dass durch Samaditi, durch richtige Anschauung, richtige Ansicht, eben das, was ein Stromeingetretener erlangt hat, eine der Früchte ist, das heißt auf Pali, na bayati samparayikasa maranasati. Und das habe ich übersetzt mit, er fürchtet sich nicht vor der Vergegenwärtigung oder bei der Vergegenwärtigung des Todes im Hinblick auf künftiges Dasein. Das ist das, was der Stromeingetretene mindestens abgelegt hat, ist die Furcht vor dem Tod in Bezug auf das, was danach kommt. Das Sterben wehtut, davor mag er sich noch fürchten. Aber was danach kommt, da braucht er sich keine Sorgen mehr zu machen. In der Anmerkung stand, dass der Kommentar sagt, dass das aber nur für den Arahant gilt, weil der kein künftiges Dasein mehr hat. Aber der Kommentar hat da mal wieder den springenden Punkt verpasst, weil nämlich ein Arahant auch kein Maranasati mehr hat. Ein Arahant hat bereits das Todlose erreicht. Ein Arahant macht sich überhaupt keine Gedanken mehr über den Tod. Für den gibt es keinen Tod mehr, da gibt es nur noch ein Ablegen des Körpers. So, in der 5. des 9. Buchs finden wir eine Lehrrede, die eindeutig die Praxis desjenigen beschreibt, der den Pfad betreten hat. Also nicht für jedermann. Der Aryasavaka, der edle Schüler, der 4 Kräfte entfaltet und dann 5 Furchtlosigkeiten dadurch gewinnt. Die 4 Kräfte, Weisheit, Energie, Tadellosigkeitskraft und Unterstützungskraft. Ich glaube, ich lasse das mal weg, weil das nicht so unbedingt zum Thema dazugehört. Also es reicht zu sagen, Weisheit über das, was heilsam ist oder unheilsam, und die Energie, das Unheilsame zu beseitigen und das Heilsame zu fördern, ist soweit klar. Die Tadellosigkeit im Verhalten von Körpersprache und Geist, und dann sind noch verschiedene, diese Unterstützungskraft, die wäre also einen ganzen Dammervortrag wert. Aber die 5 Furchtlosigkeiten, das, was ein edler Schüler, also jemand, der den Pfad betreten hat, der diese 4 Kräfte hat, aufgrund dessen hat 5 Arten von Angst bereits beseitigt. Die eine ist die Angst um den Lebensunterhalt, Ajivika Bhaya, die Angst um einen schlechten Ruf, Asiloka Bhaya, die Angst vor der Unsicherheit in Gesellschaft, also da kommt 2-mal Angst drin vor, Parisa Saraja Bhaya, Saraja bedeutet auch Angst, also Unsicherheit. Und wie ich das gelesen habe, musste ich an Lopatron denken. Also jemand, der 4 Jahre zur Schule gegangen ist und der sich, egal in welchen Kreisen, mit einer völligen Gelassenheit bewegt. Ich denke, der hat diese Art von Furcht vor der Unsicherheit in Gesellschaft abgelegt. Dann Marana Bhaya, die Angst vor dem Tod. Und Dukati Bhaya, da ist das also jetzt aufgesplittert, die Angst vor einer schlechten Daseinsfährte, die ein Edler natürlich automatisch nicht mehr hat, weil er keine schlechte Daseinsfährte mehr bekommen kann. Okay, bevor ich wieder zurückkehre zur Praxis für uns Normalos, noch den Höhepunkt aus dem 6. Kapitel des 9. Buchs, wo gesagt wird, dass Furchtlosigkeit durch die 4 Jhanas und die 4 Formlosigkeiten erreicht wird, mit dem Zusatz Pariyayena. Das übersetzt der ehrwürdige Jnana-Tiloka mit in mancher Hinsicht. Und dagegen durch Triebversiegung Nipariyayena in jeder Hinsicht. Er interpretiert Triebversiegung mit Nibbana, was ja im Prinzip auch korrekt ist, aber es das heißt also wörtlich Furchtlosigkeit durch die 4 Jhanas aufgrund von einem Prozess. Pariyaya bedeutet eigentlich Modus oder Vorgang oder Prozess oder sowas in der Art. Und Nipariyayena, bei Triebversiegung wird die Furchtlosigkeit erreicht
durch das Ende jeglicher Modalitäten, jeglichen Prozesses. Also Triebversiegung ist dasselbe wie Arahantschaft und er hat also Triebversiegung unabhängig von irgendwelchen Dingen, die er noch machen muss. So, wie kommt denn die Furchtlosigkeit durch die Jhanas, durch den Jhana-Modus, Jhana-Methode oder Vorgang oder Prozess zustande? Also einmal muss man ja Angst schon überwunden haben, um überhaupt in die Jhanas zu kommen, denn eine von den Upakilesas, die subtilen Hindernisse für die Jhanas, ist ja Chambitata, das Erschrecken oder Entsetzen oder wie auch immer. Also wenn das Geplapper, die fünf groben Hindernisse zur Ruhe gekommen sind, dann haben wir immer noch diese Upakilesas, die uns daran hindern, in die tiefere Sammlung zu kommen. Und diese Upakilesas, gibt es eine ganze Lehrrede drüber, aber für die meisten, die also mit den fünf Hindernissen schon ganz gut zurechtkommen, zumindest unter Retreat-Bedingungen, aber sich wundern, warum es nicht weitergeht, dann kommen immer diese zwei Stolpersteine. Das eine ist dieses freudige Erregung, ah ja, jetzt und jetzt gleich, und die einen wieder zurückschmeißt, und die andere ist Chambitata. Das ist tatsächlich ein existenzielles Erschrecken, Entsetzen, Grausen. Der Macher verschwindet, der Denker verschwindet. Ja, wo bleibe ich denn, wenn jetzt die Sammlung, wenn jetzt Jhana kommt? Also von daher ist ganz klar, wenn man die Jhanas hat, dann ist man auf jeden Fall schon jenseits davon. Das ist das eine. Zweitens, in dem Zustand selber gibt es ja nur angenehmes Erleben, also kann Angst schon gar nicht mehr vorkommen. Drittens, die Kräftigung des Geistes in der Sammlung wirkt sich ja auch noch lange nach. Also dieser Schwung, dieses Selbstvertrauen, das Gefühl, dass man Bäume ausreißen kann, dass einen nichts mehr hindern kann, das hält ja noch an. Das ist ja auch etwas, was die Angst beseitigt durch einen Prozess, durch einen Modus, durch diesen Erlebensmodus. Und dann kommt noch was dazu, weil ich mir überlegt habe, so Leute wie große Mystiker, die irgendwie keine Angst mehr haben. So Sri Ramana zum Beispiel. Bei dem habe ich das gelesen in seinen Teachings und in seiner Biografie. Der hatte sicherlich keine Angst vor dem Tod. Also keine Angst vor gar nichts mehr. Und warum? Weil er seinen Platz aufgrund seines Erlebens von nicht nur den Jhanas, der hat also meines Erachtens die Formlosigkeiten praktiziert, eben etwas gefunden hat, was ihm eine Antwort darauf gab, was bin ich denn? Ich meine, so heißt ja auch sein Buch, du bist das oder irgendwie so. Ne? Also Tattvang Asi, die Aussage der Mystiker aus der Tradition, ist das Erleben von irgendwelchen formlosen Zuständen. Ja, weil wenn ich sage, das bin ich, ja, da habe ich noch mal ordentlich Grund zur Angst. Ne? Weil wenn ich auf meinen Körper deute und sage, das bin ich, ja, das kann ich ja jeden Tag feststellen, wie der immer mehr altert und krank wird und verfällt und so weiter. Es ist ordentlich Grund, Angst zu haben um das, was ich glaube zu sein. Und in solchen meditativen Zuständen zu sagen, okay, jetzt habe ich mein wahres Selbst entdeckt und das ist unabhängig davon, ob der Körper zerfällt oder nicht. Und es ist auch wesentlich langlebiger, aus meiner Sicht ewig. Ja, da macht man gut und gerne furchtlos sein zu einem Erleben. Was auch andere Mystiker, nicht nur Mystiker, die Formlosigkeiten beherrschen, aber auch andere in anderen Traditionen, die irgendetwas entdecken in ihrem geistigen Erleben, was stabiler zu sein scheint, unabhängiger zu sein scheint, nicht so bedroht zu sein scheint, wie das, was wir normalerweise hernehmen und sagen, das bin ich. Aber, ja, es ist eben bedingt durch einen Prozess. Es ist noch nicht ohne Bedingung und alle Bedingungen sind vergänglich. Also von daher ist es in mancher Hinsicht, das hat ja so sinngemäß, ist ja die Übersetzung des ehrwürdigen Nyanatiloga schon zutreffend. Und die andere Kraft ist der Glaube. Ajahn Chattamalo ist ja immer der Meinung, dass die Märtyrer, die singend in den Tod gegangen sind, irgendwie meditativ so weit drauf waren, dass der Geist dann losgelassen hat angesichts der Unabwendbarkeit ihrer Situation. Also ich glaube ihm das immer nicht. Wir haben da schon Diskussionen gehabt. Die Märtyrer, die singend in den Tod gehen, haben vermutlich einen sehr starken Glauben daran, dass sie anschließend eben mit dem vereint werden, was ihnen die Frage beantwortet, was bin ich denn? Mit Gott. Gott als Antwort auf die große Daseinsfrage, auf Begehren.
ist ganz klar, dass alle Kulturen Gott erfunden haben. Genauso wie die Antwort auf Angst eben der Geisterglaube ist. Das sind alles Dinge, die nicht zufällig entstehen. Das ist alles in unserem Erleben tief begründet. Tja, dann sind wir blöd da dran, ne, als Buddhisten, wo wir keinen Gott haben. Ich habe ja schon mal in einem früheren Vortrag so etwas provokativ in den Raum gestellt, wie wäre es denn, wenn wir einen Gott namens Buddha hätten? Irgendwie etwas, wo wir so uns in Beziehung setzen könnten, der uns irgendwie an der Hand nimmt und alles ist gut. Dafür scheint es in der Buddha-Lehre keinen Platz zu geben. Aber wir haben dann doch eine Lehrrede aus dem Sakka Samyutta, die sogar ein Paritta-Text ist, Dajaga Sutta. Und die geht in etwa so: Die Götter hat mal wieder Zoff mit den Asuras und dann sagte Sakka, der Götterkönig, zu seinen Devas, also wenn ihr unterwegs im Kampf Muffel kriegt, dann schaut auf meine Fahnenspitze, dann wird euch die Angst verschwinden. Und wenn ihr nicht auf meine Fahnenspitze schaut, dann schaut auf die Fahnenspitze von Pajapati, das war so ein anderer Götterfürst, oder von Vesavana, glaube ich, und Isana, also vier, glaube ich, waren das Götterfürsten. Und dann wird euch die Angst vergehen. Und dann sagt er, oder, tja, das mag so sein, oder es mag auch nicht so sein. Und warum? Weil Sakka und die anderen Götterfürsten noch dir Hass und Verblendung unterworfen sind und weil sie Angst haben und Feiglinge sind. Also das Wort Feigling ist Wilhelm Geigers Übersetzung. Ich weiß nicht, ob das ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber Angst haben. Wir sind noch der Angst unterworfen. Und daher sich mit denen in Verbindung zu setzen, mit deren Qualitäten in Beziehung zu setzen, ist keine Garantie, angstlos zu werden. Aber wenn ihr im Wald seid, in einer einsamen Behausung und euch Angst überfällt, dann besinnt euch auf Buddha, Dhamma, Sangha. Itipiso, Bhagava, Arahant, dann kommt genau dieser Text. Und am Schluss kommen ein paar Verse, die das noch bestätigen, dass das eine gute Maßnahme ist, sich auf Buddha, Dhamma, Sangha zu besinnen, die Angst überwinden lässt. Tja, wie soll das funktionieren? Das sagt der Buddha, weil der Tathagata frei von Gier, Hass und Verblendung ist und keine Angst hat, kein Feigling ist. Und wenn es nicht funktioniert, was fehlt dann? Also ich kann euch gleich sagen, diese Lehre, die ist nicht an Aryasavakas gerichtet. Also es ist nicht, dass man sagen kann, ja, muss ich erst ein Strom eingetretener sein, damit das funktioniert. Also in diesem Fall wird gesagt, die Besinnung auf Buddha, Dhamma, Sangha funktioniert. Es ist genau wie die Zufluchtnahme ein in Verbindung setzen mit dem, was wir noch nicht erreicht haben, aber über unseren eigenen Tellerrand hinaus. Natürlich funktioniert es umso mehr, je mehr wir verstehen, was das eigentlich bedeutet, ein Buddha zu sein, frei von Gier, Hass und Verblendung zu sein. Und es ist durchaus okay, oder nicht nur okay, sondern eigentlich ein notwendiger Schritt unterwegs, festzustellen, wie schwierig das eigentlich ist. Aber was haben wir für Alternativstrategien? Normalerweise suchen wir unseren Platz der Sicherheit, indem wir Dinge ergreifen. Unseren Körper, unsere Kinder, unsere Klosterkatze, unsere Kilesas. Also mein Vorschlag ist, dass die Schwierigkeit oder das, wo wir uns anstrengen müssen, darin liegt, sich zu besinnen auf diese Qualitäten. Also Lhunpo Thongdeng ist da ganz klar drin. Also der hat mir erzählt von einem Jacker, der ihn am Bein gezogen hat, war auf Tudong und war müde und wollte sich hinlegen und dann hat irgendein Jacker ihn am Bein gezogen und er hat dann angefangen, Itipiso, und er hat gesagt, er war noch nicht mal bei So und hat er schon losgelassen. Die Kraft der Besinnung auf Buddha Dhamma Sangha. Das ist der Grund, warum das ein Paritta-Text ist. Was es nicht ist, ist ein Ersatzgott zu finden. Also wir sind nicht aufgerufen, irgendwie den Platz, der hier bedroht ist und so unsicher ist, zu projizieren in einen Jenseits, wo also der Tathagata schwebt und uns bei der Hand nimmt. Das wäre im Prinzip dasselbe, wie auf die Fahnenspitze vom Götterkönig Sakka zu schauen.
sondern es geht tatsächlich um diese Freiheit von Gehass und Verblendung und sich damit in Verbindung zu setzen. Das ist unsere Fahnenspitze. Das muss ja irgendwie für mich auch möglich sein. Oder diese Form von Vertrauen, die unterschiedlich ist, die nicht dasselbe ist wie dieser Glaube. Das ist da wohl die entscheidende Kraft. Dann Chandrakur hat ja letztes Jahr einen Vortrag gegeben, wo er ausführlich darauf eingegangen ist, dass eben Vertrauen in dem Sinne etwas ist, was uns Richtung Stromeintritt bringt. Also ich habe für mich persönlich bei den Pujas, vor allem als Leiter der Puja, da ist man auch noch in so einer anderen Situation, als wenn man da irgendwo nur mitbrummt. Das ist ja deutlich geworden bei Lumpur Tongdings Einweihungsfeier, wo ich einer von 314 Mönchen war, und da kann man sich irgendwie mehr hineingeben, aber wenn es nicht so viele sind, dann so die Interaktion und so weiter, das nimmt etwas von der Aufmerksamkeit weg. Aber es ist also etwas, wo ich bewusst dran arbeite, ist bei den Pujas wirklich das, was ich da sage, wir haben es ja in deutscher Übersetzung, mit Leben zu erfüllen, also es wirklich zu meinen. Ja, es hat was. Genau in der Richtung. Buddha Dhamma Sangha als unser Zufluchtobjekt sind ja jenseits von Angst, wie wir gehört haben, und jenseits von unserem Horizont, jenseits von unserem Tellerrand. Und ja, sich darauf einzulassen, das ist für viele Westler schwierig. Der Buddhismus, gerade auch der Theravada-Buddhismus, wird halt oft sehr rational gehandelt. Und ich war einer da, der gesagt hat, das ist so logisch. Die Buddha-Lehre ist überhaupt nicht logisch. Logisch ist ein Gedankenkonstrukt. Und nach seinen Wochen hat der Buddha gesagt, meine Lehre ist der Logik nicht zugänglich. Weil Logik ist ein Denksystem, was das leidende, angsthabende Subjekt außen vor lässt. Wir müssen es aber mit einbauen. Wir müssen unsere Situation verstehen. Okay, also zum Schluss übersetze ich jetzt noch die Eingangsverse, die aus dieser Dajagasutta stammen, aus diesem Paritta-Text. Wer sich auf Buddha so besinnt, auf Dhamma und auf Sangha auch, für den gibt's weder Furcht noch Angst und auch kein Haaresträuben mehr.